Heute mache ich mit euch mein Zwiebelmett, mein veganes. Da hattet ihr ja schon das Rezept in meinem Blog, aber noch kein Video dazu. Und deswegen dachte ich mir, ich hole das jetzt einfach mal nach, weil ich eh neues Zwiebelmett brauche. Ich habe hier eine halbe Packung Reiswaffeln schon mal klein gebröselt. Ich nehme meistens die Eigenmarke vom Rewe. Die ist eigentlich noch relativ geschmacksneutral, aber Reiswaffeln haben ja immer so ihren eigenen Geschmack. Ihr könnt aber auch jede andere Reiswaffelsorte nehmen. Ich nehme auch immer die ohne Salz, habe es mit denen mit Salz aber noch nicht ausprobiert. Ja, da gieße ich jetzt ungefähr 150 Milliliter warmes Wasser drauf, damit die schon mal ein bisschen einweichen. Weil Mett soll ja nicht knusprig sein, sondern schön weich. So, halbwegs verteilen. Parallel schneide ich schon mal eine Schalotte klein. Alternativ ginge auch eine halbe Zwiebel. Und ihr müsst für euch entscheiden, wie fein ihr die Zwiebel schneidet. Und bei mir ist es immer so eine Tageslaune. Das letzte Mal hatte ich sie sehr grob geschnitten. Aber fein schmeckt mir dann doch besser. Dann verteilt sich auch der Zwiebelgeschmack irgendwie besser und gleichmäßiger im Mett. So, bin ich überhaupt noch im Bild? Also super fein sind die Stücke jetzt immer noch nicht, aber schon viel besser als beim letzten Mal. Gebe ich jetzt auch dazu. Da kommen nun noch 2 Esslöffel pflanzliches Öl. Ein Schuss Sojasauce. Die Sojasauce hilft auch ganz gut gegen diesen, ja, Reiswaffelgeschmack. Esslöffel Senf ungefähr. Dann noch 2 bis 3 Esslöffel Tomatenmark. Und dann kommen noch die Gewürze dazu. Ungefähr ein halber Teelöffel Paprika. Ein halber Löffel, Teelöffel Zwiebelsalz. Ups, mit Klumpen. Und was online im Rezept noch nicht vorkam, was ich aber jetzt noch ergänzen werde, ist Rauchsalz. Das habe ich dank des lieben Dennis endlich. Und es stinkt fürchterlich, deswegen gehe ich ein bisschen von der Kamera und von dem Salz weg. So, und da gebe ich auch so ein Viertel Teelöffel ungefähr dazu. Boah, die ganze Küche riecht jetzt danach. Uiuiui. Ja, und das jetzt ordentlich vermengen. So ein bisschen Pfeffer gebe ich noch dazu. Und das jetzt am besten in ein Schraubglas, ein Tupperdöschen oder irgend sowas abfüllen. Einen Tag stehen lassen und durchziehen lassen. Und am nächsten Tag schmeckt es dann wirklich richtig lecker. Ja. Und aussehen tut es ähnlich eklig wie eben Mett. Viel Spaß beim Zubereiten und lasst euch schmecken.